Und damit ein recht herzliches Willkommen zu meinem kleinen Erklärbär-Video zum Charaktersystem von Mass Effect 1 in dem Epos, der jetzt neu aufgelegt wird. Das heißt Mass Effect Legendary. Dort gibt es alle drei Teile, die sind alle aufgehübscht in 4K. Ändert aber nichts daran, dass sie die grundlegenden Dinge in Mass Effect nicht verändert haben und die möchte ich hier schon erklären. Hier sei aber auch erwähnt, das ist noch der Originalteil Mass Effect 1. Nur ich möchte euch auch die Tragweite gleich erzählen, denn auch wie ihr euren Charakter einstellt, wird euch auch verschiedene Missionen geben, die ich natürlich nur, die Mission Inhalte werde ich euch nicht spoilern, aber die Mission werde ich euch ansatzweise erklären. Okay, neue Karriere starten. Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Geheime Informationen, Okay, Spaß beiseite. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Okay. So, jetzt haben wir das. Wir werden eine neue ID eingeben, weil Shepards ID ist ja nun schon bekannt. Ich habe bestehende, weil ich habe das Gefühl schon 500 Mal durchgespielt. Ändert aber nichts an der Tatsache, denn wie sage ich immer so schön, aus der Nase läuft kein Bananensaft. So, neue ID eingeben. Jetzt könnt ihr entweder Schnellstart machen, beim Schnellstart männlich oder weiblich. Habt ihr immer die Vorgeschichte, dass ihr der einzigste Überlebende seid und von der Erde kommt. Ich möchte euch aber etwas anderes zeigen. So, ich nehme einen Mann, individueller männlicher Charakter. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. So, John Shepard, das ist ja sein richtiger Vorname. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Fuma Shiro. So, okay, annehmen. Das ist schön. Dechiffrieren. Benutzernamen bestätigt. Achtung. Oh. Fehlerhafte Dateien entdeckt. Das ist völlig normal. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Profilrekonstruktion. Zeit vor dem Dienst bestätigen. So, und jetzt sind wir genau bei dem Thema. Es gibt also drei Vorgeschichten, mit denen ihr starten könnt. Einmal als Raumfahrer, als Kolonist oder von der Erde. Als Raumfahrer, ihre beiden Eltern waren beim Allianz-Militär. Sie verbrachten ihre Kindheit an Bord von Schiffen und Stationen und verblieben dabei nie lange an einem Ort, da ihre Eltern häufig versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichteten sich fürs Militär. So diese Vorgeschichte. Jetzt Kolonist. So, sie sind auf Mindori geboren und aufgewachsen. Eine kleine Kolonie am Rand der Attika-Traverse. Als sie 6 Jahre alt waren, überfielen Sklavenhändler Mindori und töteten ihre Familie und ihre Freunde. Sie wurden von den Allianzpatrouillen gerettet. Ein paar Jahre später verpflichteten sie sich selbst zum Militärdienst. Und das ist wie gesagt immer der Standard, das ist so echt das Standardthema, weiß nicht, ob ihr das spielen wollt, überlasse ich euch. Als Waise sind sie auf den Straßen einer riesigen Erdmetropole groß geworden. Sie konnten dem Leben im Umfeld der Kleinkriminalität und Straßengangs entfliehen. Das heißt, ihr wart vorher ein kleiner Straßengangster. Indem sie sich mit 18 Jahren zum Militärdienst gemeldet haben. So, und das war's eigentlich schon. Mehr wollte ich euch nicht wirklich zeigen. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, von der Erde, Raumfahrer, Kolonist. Diese drei Startpunkte, diese drei Vorgeschichten haben auch drei Missionen. Dazu komme ich auch gleich. Psychologisches Profil bestätigen. So, jetzt geht's aber noch einen Schritt weiter. Einzigster Überlebender, Kriegsheld oder skrupellos. Wenn ihr skrupellos anklickt, meine lieben Freunde, werdet ihr gleich im Paragon-System, was ich schon im vorhergehenden Video erklärt habe, gleich schon ein paar Bonuspunkte haben. Also das heißt, wenn ihr skrupellos seid, seid ihr also Renegade, Abtrünniger. Da habt ihr, glaube ich, 5 Bonuspunkte schon im Abtrünnigen-System. Seid ihr der Kriegsheld, seid ihr natürlich der Vorbild. So, und als einzigster Überlebender ist gar nichts von beiden da. Da ist also alles frei, was ihr hochpushen könnt. Wie ihr das spielt, überlasse ich natürlich auch euch. So, herzlich willkommen zurück. Nach der Prolog-Mission werdet ihr zur Citadel fliegen. Und auf der Citadel werden euch 3 sogenannte charakterspezifische Missionen erwarten. Diese 3
sind je nachdem oder sind davon abhängig, welchen Charakter ihr gewählt habt. Wichtig, diese Nebenmissionen werden als Aufträge bezeichnet. Und Aufträge sind alle Nebenmissionen in Mass Effect und Mass Effect 2. Sie können keinen direkten Einfluss auf die Handlung der Hauptgeschichte nehmen. Und sie können auch übersprungen werden. Durch die Erfüllung der Aufträge könnt ihr jedoch zusätzliche XP, also Erfahrungspunkte, bekommen und auch Rufpunkte. Diese Rufpunkte sind für euer Paragon-System wichtig. Das Paragon-System habe ich im vorhergehenden Video erklärt. Kurz gesagt, entweder ihr spielt Vorbild oder ihr spielt Badass. Das überlasse ich aber auch wie immer euch. So, ferner führen kurzsichtige Entscheidungen bei einigen Aufträgen aber zu unerwarteten Wendungen, deren Auswirkungen sich auch im dritten Teil noch beobachten lassen. Das heißt also, Missionen, selbst Nebenmissionen, haben Auswirkungen oder können Auswirkungen auf den dritten Teil haben. Das heißt also auf das große Finale. Als nächstes gehen wir mal wieder zurück zu den charakterspezifischen Missionen. Die können natürlich auch Auswirkungen haben. Da gibt es drei Stück. Die eine heißt Citadel, die Dämonen der Erinnerung. Und die sind nur verfügbar, wenn ihr als Raumfahrer aufgewachsen seid. Der zweite ist Citadel, alte Freunde. Die sind nur verfügbar, wenn ihr auf der Erde aufgewachsen seid. Und Citadel, ich erinnere mich, verfügbar nur, wenn ihr als Kolonisten euch, also oder euer Charakterbild, eingetragen habt. Ich will hier nicht spoilern. Wichtig ist nur, dass dieser Auftrag nur verfügbar ist, wenn ihr als Raumfahrer, also jetzt, ich bin jetzt bei Dämonen der Erinnerung, bei der Charaktermission, wenn ihr als Raumfahrer aufgewachsen seid. Außerdem muss man eine der drei Missionen, entweder Therun, Noveria oder Pheros, erfüllt haben, weil dann ist diese Mission erst freigeschaltet. Und wenn man im Übergang zwischen Präsidium und Bezirken auf der Citadel sich befindet, wird euch ein Mann rufen. Sein Name ist Sabeleta. Genau, Sabeleta. Mehr will ich dazu gar nicht erzählen. So, die zweite Mission, die zweite charakterspezifische Mission, das ist die alte Freunde. Und alte Freunde, wie ich es gerade schon gesagt habe, dazu müsst ihr auf der Erde geboren sein und auch eine von diesen drei Missionen erfüllt haben, die ich gerade auch gesagt habe. Kehrt man dann auf der Citadel zurück, wird man bei einem Ausflug in die unteren Märkte kurz vor Koras Nest einen Mann treffen, der dort steht und euch ansprechen wird. Dieser Mann ist ein altes Gangmitglied aus Shepard, seiner Gang, wo er damals noch kriminell gewesen ist auf der Erde. Und die dritte Mission und letzte Mission auf der Citadel, also diese charakterspezifische Mission, das ist die, ich erinnere mich. Bei dieser Mission geht es darum, dass Leutnant Girat, der ist von der C-Sicherheit, euch bitten wird, eine selbstmordgefährdete junge Frau zu helfen. Diese wurde bei einem Überfall von Batarianern auf dem Planeten, wo ihr auch aufgewachsen seid, auf der Kolonie, auf Mindori, entführt und wurde aber wieder freigelassen und ihr habt die Chance, dann mit ihr zu reden. Wichtig an der ganzen Angelegenheit ist nur eins, dass ihr XP sammelt und ganz wichtig, sie haben halt immer wieder was mit eurer Herkunft zu tun und das zieht sich sogar bis zum dritten Teil durch. Macht's einfach, das ist meine Empfehlung an dieser Stelle, es gibt XP und es gibt die sogenannten Rufpunkte für das Paragon-System, was ihr braucht. Habe ich im vorhergehenden Video erklärt und wenn euch das gefallen hat, was ich mache, lasst mir gerne einen Daumen oben da, abonniert meinen Kanal, macht rechts die Glocke an, um nichts mehr zu verpassen von Mass Effect Legendary Edition und alles ist Shepard, Semper Fi.